Hallo, da bin ich wieder, deine papierlebende Beauty-Mama LKS. Heute zeige ich dir die aktuelle Brigitte-Box, was da so alles drin ist. Warum ich diese komischen Teile hier an den Händen habe, wirst du im Laufe des Videos auch noch erfahren. Und dann habe ich auch wieder ein Gewinnspiel für dich. Und am Ende gibt es wieder Top und Flop aus der letzten Box. Und damit hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. Als erstes haben wir hier wieder eine Ausgabe der Brigitte. Das ist die Ausgabe 11 2019. Also was Gutes zum Schmökern. Wir fahren ja bald in Urlaub. Die Reise ist lang genug. Kann ich da ein bisschen durchblättern. Und dann gibt es hier wieder diverse Gutscheine, die Blackbox Min. Ich zeige euch auch mal, da ist der Rabattcode, den gibt es da irgendwie günstiger. Dann was von My Müsli, Maison du Monde, keine Ahnung. Und was ist das? Produkttest jetzt mitmachen und gewinnen. Ja, ich glaube, da geht es irgendwie um ein Produkt, was in der Box drin ist. Aber so ganz genau habe ich das noch nicht kapiert. Und jetzt schauen wir doch gleich rein. Die Brigitte-Box erscheint ja alle 2 Monate. Ist dafür sehr, sehr voll. Schauen wir doch mal rein, was diesmal drin ist. Ja, natürlich wieder total zerstört. Und jetzt schiebe ich sie auch schon weg, damit ihr nicht gleich alles vorher seht. Wir haben immer ein Magazin mit dabei. Da sind einfach die Produkte nochmal beschrieben und dann können wir auch gleich spicken, was die einzelnen Sachen denn so kosten. Und jetzt greife ich hier einfach mal blind rein und hole das erste raus. Was ist das? Es sieht sehr, ja, keine Ahnung, es sieht einfach komisch aus. Finger rein, würde ich sagen. Ach, jetzt, wisst ihr was, das habe ich schon mal gesehen. Da kann man einen Nagellack reinstellen. Ich habe hier auch meinen Basecoat, der steht immer am Schreibtisch. Und dann, ja, kann man den in den Händen halten und der fällt nicht um. Also bisher bin ich es gewohnt, dass er einfach normal neben mir steht. Ob mich das jetzt wirklich weiterbringt, weiß ich noch gar nicht. Aber eigentlich, ja, muss ich ausprobieren. Keine Ahnung, also sieht im ersten Moment ganz schön strange aus. Ja, und es ist tatsächlich auch ein Nagellackhalter. Dieses Teil kostet 6,99 €. Also das ist wieder mal so ein typisches Ding. Ganz ehrlich, für 6,99 € hätte ich mir das jetzt nie gekauft. Also ich habe das ja auch bisher nicht. Es schaut jetzt hier oben nicht ganz so toll verarbeitet aus, aber gut, das kann man ja wegschneiden. Aber in so einer Box ist es dann ganz praktisch. Dann, oh, hier ist was mit Eis. Schaut mal, passend zum Sommer. Es ist ja gerade sehr heiß bei uns. Ice Cream. Oh, eine Kerze. Das ist ja genau das Richtige für mich. Ich bin so ein Kerzenjunkie. Und die ist richtig, ja, so nach Eis finde ich jetzt, riecht sie nicht unbedingt. Aber die ist richtig schön süßlich, fruchtig, so richtig nach Sommer. Und ja, in so einem Glas ist halt auch immer total praktisch, gell? Es ist ein bisschen windgeschützt. Oh, riecht total gut. Und ja, man kann es gut wieder wegstellen. Auch natürlich eine total schöne Geschenkidee, wenn man irgendwo zum Sommerfest eingeladen ist. Die kostet
3,49 Euro für 200 Gramm. Sind das hier 200 Gramm? Also es ist ziemlich schwer. Aber ich glaube schon, weil hier unten steht auch 3,49 Euro drauf. Ja, also es ist auch die Originalgröße. Sehr cool. Dann haben wir hier als nächstes etwas von Darf. Habe ich schon ewig nicht mehr gehabt, weil ich hatte schon mal einige Produkte und dann war ich irgendwie zeitlang nicht so zufrieden. Ja, und dann bleibe ich einfach immer weg. Deswegen ist es ganz cool, wenn sowas mal wieder in so einer Box drin ist. Eine revitalisierende Bodylotion pflegt und festigt die Haut und unterstützt die Zellerneuerung. Okay, mit AHA und Olivenöl. Ja. Ja, zum Glück habe ich. Ne? Also, das hing jetzt gerade gleich in meinem Gesicht. Zum Glück habt ihr das jetzt nicht gesehen. Schnell mal verschmieren. Also, wir probieren das gleich hier live jetzt aus. Weil ich ein bisschen drücken wollte, um den Duft eben zu riechen. Und ja, das allseits bekannte Phänomen, es kommt gleich erstmal ein bisschen was mit raus. Und springt mir ins Gesicht. Also der Duft ist, finde ich, jetzt gar nicht Darf-typisch. Zumindest das, was ich halt noch davon kenne. Wie gesagt, ich hatte es schon lange nicht mehr. Sondern ja, irgendwie viel intensiver, nicht mehr nur so rein nach Creme. Das verbinde ich so eher mit Darf. Sondern es ist so, naja, ich weiß es nicht, was es ist. Also es ist noch ein anderer Duft mit dabei, es ist nicht blumig. Es ist schon ein bisschen herber, aber also taugt mir jetzt, wenn es jetzt nicht ganz so stark bleibt. Aber ich habe es jetzt gerade erst aufgetragen, das verfliegt ja meistens doch ziemlich schnell. Und die kostet 2,99 Euro. Dann haben wir hier als nächstes... Ah, okay, das war das Produkt, wo es hier irgendwie einen Produkttest gibt. Hier ist auch gleich die Anwendung. Das ist von Paula's Choice Exfoliate. Das ist irgendwie ein... Hautverbesserungs... keine Ahnung, Zeug. Ein Peeling. Hört ihr das? Ein flüssiges Peeling? Okay. Anfangs 2 bis 3 Mal pro Woche, morgens oder abends auftragen, langsam steigern. Okay. Mindestens einen Lichtschutzfaktor von 30 tagsüber anwenden. Bei Aspirinunverträglichkeit verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht. Okay, was ist denn da alles drin? Keine Ahnung, muss ich mich noch genauer damit beschäftigen. Ja, das mit Lichtschutzfaktor 30, klar, und Peeling greift ja irgendwo ein Stück weit an, macht die Haut durchlässiger. Das verstehe ich jetzt noch, das mit der Aspirinunverträglichkeit. Wenn das jemand kennt, schreibt mir das doch mal bitte rein, wo da der Zusammenhang ist. Habe ich jetzt in Verbindung mit einem Produkt für auf die Haut so noch nicht gelesen. Kann aber auch daran liegen, weil ich einfach kein Aspirin nehme. Also schreibt mir das gern, wo da der Zusammenhang ist. Dann haben wir hier von Bella Pierre Cosmetics etwas rosa quietschig pinkes Cheek and Lip Stain. Ich rieche jetzt die Darf-Creme. Ich muss jetzt mal in die andere Hand nehmen. Okay, also ich rieche jetzt da nicht wirklich etwas. Das sind 5 Gramm. Sind das hier wirklich 5 Gramm? Wir finden es ja. Das sind 5 Gramm und die 5 Gramm kosten 12,99 Euro. Wahnsinn. Das ist eine ölfreie Lippen- und Wangenfarbe. Also so ein 2-in-1-Teile finde ich
ganz cool. Muss ich halt ausprobieren, ob man dann auf den Wangen zu sehr glänzt. Aber da es ölfrei ist. Schauen wir mal. Ja, bin ich schon gespannt. Wird auf alle Fälle unbedingt ausprobiert. Bei so 2-in-1 Produkte, ne, sparen ja immer so ein bisschen Platz in der Handtasche, wenn man beides mitnehmen möchte. Also freue ich mich schon, das auszuprobieren. Dann haben wir von Yves Rocher Anti-Müdigkeit ein beruhigendes Eisgel für die Füße. Sehr cool. Also die Box ist echt voll auf Sommer getrimmt. Hier, die Farbe passt ja wohl perfekt zum Sommer. Die Kerze Sommer, gut. Bei der muss ich halt schauen, ob die jetzt zu reichhaltig ist, weil nach dem Sonnenbad geht es zwar eh nicht viel in die Sonne, aber da mag ich nur eine ganz leichte, sanfte Pflege. Das ist extra für die Haut zum Verbessern schon wieder was. Also sehr coole Sachen. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir da was riechen, ohne es ins Gesicht zu bekommen. Ja. Riecht es jetzt nach Lavendel? Da habe ich jetzt eher wieder das Gefühl, es riecht jetzt für mich nach Lavendel, weil ich es gelesen habe, dass es drauf ist. Also eher weniger. Es riecht, hat diesen typischen, ja, Eisgel-Kühleffekt-Geruch. Also hier sind 75 Milliliter drin und die haben einen Wert von 4,99 Euro. Und es ist nicht nur für die Füße, sondern auch für das ganze Bein. Kann man das gut anwenden. Also an heißen Tagen, glaube ich, ist das echt eine coole Sache. Schauen wir doch mal weiter. Ah, vielleicht sage ich noch was zum Gewinnspiel. Eins der Produkte aus der Box kannst du wieder gewinnen. Dazu musst du meinen Kanal abonnieren, wenn du das eh nicht, also nicht eh schon tust. Mir einen Daumen nach oben für das Video dalassen und in die Kommentare schreibst du mir bitte wieder, welches der Produkte dir hier am wenigsten gefallen hat. Ich finde es so spannend, weil oftmals seid ihr euch ganz schön einig. Genau, das ist das Gewinnspiel. Wie lang es läuft und die ganzen Bedingungen findet ihr wie immer unten in der Infobox. Dann habe ich hier noch von Matt Melsky eine porenverfeinernde, pflegende, feuchtigkeitsspendende Anti-Aging Recovery Mask. Und hier sind 15 Milliliter drin. Jetzt haltet euch fest. Also von der Maske braucht man ja ein bisschen mehr, ne? Muss ja das ganze Gesicht abdecken. Die kosten 19 Euro. Also nix wirklich Probiergröße, sondern finde ich ganz schön teuer. Wäre jetzt wieder so ein Teil, würde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen. Also nicht für den Preis. Und weiter geht es. Sensai. Das war doch schon in der letzten Luxury Box. Ja, ich glaube in der Luxury Box. Da waren auch 5 Milliliter drin. Das Zeug ist scheiß teuer. Die kosten nämlich 31 Euro, diese 5 Milliliter. Ich habe es schon ausprobiert. Und ich kann euch sagen, also es ist eine schöne Lippenpflege. Ich finde auch die Größe gut. Das schaut so extrem nach Probiergröße aus. Aber vergesst nicht, das ist nur eine Lippenpflege. Also selbst die kleine Größe hält ziemlich lang. Ich lasse die jetzt extra erstmal zu, weil ich habe die ja schon einmal offen. Vielleicht könnte der Applikator zum Auftragen ein bisschen schöner, schräg gestaltet sein. Gut, vielleicht in der Originalgröße, was ist die? Die Originalgröße ist, glaube ich, dreimal so groß und auch dreimal so teuer. Ich kann schon mal so viel sagen, es ist eine gute Lippenpflege, aber hat schon bessere
Also die mich mehr vom Hocker gerissen haben, sagen wir es mal so. Aber sie ist gut. Sie ist sehr gut. Dann haben wir hier noch eine kleinere Verpackung. Ein Mascara. Kultlashes. In der Farbe Schwarz, denke ich, so wie die Verpackung ausschaut. Ja, ganz klar. Und so schaut die Bürste dazu aus. Also kann ich mir vorstellen, dass die sehr gut die Wimpern trennt. Und hier sind 8 Milliliter drin. Laut Prospekt, ja, steht auch hier drauf. Und die kosten 20,30 Euro. Jetzt haben wir hier noch was Großes. Einen Duschschaum mit Achai und Yuzu. Wie genial. Also es geht wirklich weiter mit Sommer, Sommer, Sommer. Man kann sogar, obwohl noch nichts gesprüht wurde, trotzdem ein bisschen von dem frischen Duft durchriechen. Also gerade so bei Duschzeug mag ich wirklich nur so frisches Zeug. Alles, was mir zu blumig ist, ist nicht so meins. Freue ich mich schon sehr, weil ja schon Achai und Yuzu sehr viel Frische verspricht. Und der kostet 5,20 Euro. Und hier steht extra noch mit dabei, eine Dose soll für 60 Duscherlebnisse reichen. Das ist doch mal was. Also sehr cool. Sind wir auch schon wieder durch mit der Box. Wie gesagt, vergesst nicht am Gewinnspiel teilzunehmen, weil eines der Produkte hier, nichts von den Gutscheincodes, kann ich dir auch gern mitschicken, wenn du was möchtest. Aber von den Sachen kannst du eine Sache eben gewinnen. Und jetzt kommen wir noch zu Top und Flop aus der letzten Box. Machen wir jetzt ein bisschen Platz. Jetzt habe ich diese komischen Teile hier drin. Ich gehe mal ganz kurz in die Vergangenheit. Da seht ihr erstmal meine Hände ohne die angewendete Maske. Und dann seht ihr jetzt hier, wie die ausschaut. Also das ist eine trockene Maske. Ich habe sie ziemlich lang, ja, erstmal zugelassen, die Verpackung, weil ich mir gedacht habe, soll man ja kurz vorm Schlafen gehen, und ja, dann hast du batzige Hände und ja, ne, ich lese Geschichten vor in einer Tour und ich möchte das nicht im Buch haben. Ja, Pustekuchen, dann mache ich das auf und es ist total trocken. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, was soll das? Ist die jetzt schon ausgetrocknet oder was? Aber gut, ich probiere sie aus. Habe ich gemacht. Dann musst du erstmal überlegen, wie rum. Also die eine Seite ist ja eben so, ja, ohne irgendwas. Und auf der anderen Seite sieht man ganz schwach so ein Muster. Es hat sich jetzt im Laufe der Zeit etwas, ja, gelblicher verfärbt. Also man sieht es einfach deutlicher. Und dieses legt man dann eben, ja, so einmal um den Daumen herum oder steckt den Daumen durch das Loch. Um die Hand drum, und dann sucht man sich in den drei verschiedenen Einstellungen, die einem am besten passt. Und dann lässt man das Ganze für eine Weile drauf. Ich habe es meistens so irgendwie so zwischen 15 und 30 Minuten drauf gelassen. Und ganz am Anfang massiert ihr das dann erstmal so schön ein, so ein bisschen. Auch wenn man das Gefühl hat, was soll das, ist doch trocken. Und ich habe das auch zwischendurch dann nochmal massiert, um ehrlich zu sein. Und ja, wie gesagt, einfach drauf machen. Und dann jetzt machen wir die wieder ab. Und seht ihr den Glow hier drauf? Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Dieses Teil ist trocken, aber irgendwie hinterlässt es was. Ich finde es
ja schon fast ein bisschen unheimlich. Seht ihr das? Das ist wirklich so ein richtiger Glow auf der Hand. Und man fühlt auch, wie die Handrücken gepflegt sind. Also ihr habt natürlich vorne auch ein bisschen drauf, aber da finde ich, ist die Pflegewirkung nicht, was habe ich hier, nicht gar so deutlich zu spüren irgendwie. Also natürlich hier in dem Bereich schon, der oben ist, aber unten nicht so. Und es fühlt sich wirklich butterzart an. Der einzige Nachteil ist, die gehen ja bloß bis hier, ne? Der Rest bleibt da außen vor. Also das Zeug ist wirklich gigantisch. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, welchen Preis die hatten. Ich weiß noch, dass es echt viel war. Und dann habe ich aber beim Lesen herausgefunden, dass man die auch dann noch zweimal hernehmen kann. Also ich habe die dann einfach wieder so zusammengerollt und wieder zurück in die Verpackung, weil die kann man eben auch zumachen. Und das kann man dann wohl so bis zu 3 Monate. Ja, bis zu 3 Monate aufheben und eben zweimal wiederverwenden. Also insgesamt dreimal verwenden. Und dafür war es dann eigentlich wieder okay. Weil es wirklich eine langanhaltende Pflege ist. Und deswegen ist es auch mein Top-Produkt aus der letzten Box geworden. Und mein Flop-Produkt aus der letzten Box, ja, sind einfach diese mini-kleinen Invisi-Wobbles. Ja, also bei mir sind die halt einfach total überflüssig in der Box, weil ich halt viel zu kurze Haare habe oder zumindest nicht weiß, was ich davon damit anfangen soll. Ich habe das jetzt einfach nur um den Daumen gemacht und das, ja, drückt schon gewaltig. Also es ist wirklich nur für, ja, kleinere Strähnen irgendwas zu machen. Die bekommt meine Tochter für ihre Puppe. Da können wir sie noch gebrauchen. Aber ja, sonst jetzt eher nicht. Vielleicht nutze ich sie auch mal für sie selber. Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Aber für mich in der Beautybox war es eben ein Flop-Produkt. So, und dann war es das mit dem Video auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und freue mich über einen Daumen nach oben. Abonnier doch auch meinen Kanal und schau auf Instagram vorbei. Und wie gesagt, vergiss nicht, beim Gewinnspiel teilzunehmen. Und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Deine LKS.